Dankeschön. Ach, was für eine Freude. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, mal kurzes Stimmungsbild bei Ihnen. Wie fanden Sie bisher die Arbeit der Ampel so? Oh, so schlimm. Da waren doch Spitzensachen dabei. Ich bin hier, zum Beispiel der legendäre Tankrabatt von Christian Lindner, oder? Hat falsche Anreize gesetzt, ist zu großen Teilen nicht da angekommen, wo er ankommen sollte und hat rund 3 Milliarden Euro gekostet. Ich rechne sie mal ganz kurz für Sie um. Das sind 6 Andi Scheuers. Ja. Musste dran denken, ja. Noch nicht inflationsbereinigt. Gut, auch die Gasumlage von Habeck war, sagen wir mal, suboptimal. Ne? Aber immerhin das Schöne an Robert Habeck ist, er kann die Fehler immer hinterher so mit wunderbaren Worten erklären. Ja, mit diesem Hundeblick, er ist ja quasi der Golden Retriever der Politik. Und ich kann ihm nicht böse sein. Ich mag ihn wirklich. Aber bei aller Sympathie für den Robert, also wie er da sinngemäß gesagt hat, ja also, das mit dem Gasmarkt, da steigt ja keiner so richtig durch. Es war so ein bisschen wie ein Fußballtrainer, der nach der Niederlage sagt, also Jungs, das mit dem Abseits hätte er mir schon mal sagen müssen. Ja? Und da ist natürlich Kritik angezeigt. Keine Frage, muss man kritisieren können. Aber dieser grünen Hass, der gerade grassiert bei vielen Leuten, das hat ja schon irrationale Dimensionen erreicht. Die Grünen sind für manche an allem schuld. Was? Diesel 2,20 €, diese scheiß Grünen. Mein Hund ist weg, den hat die Baerbock sich geholt. Was? Ab 12 keine Weißwurst mehr? Dieser Cem Özdemir. Das hat oft, jetzt ist so, das hat manchmal mit der Realität gar nichts mehr zu tun. Und nicht, dass es jetzt da draußen wieder heißt, ich weiß, einige sitzen schon vorm Fernseher. Natürlich verteidigt dieser linksgrüne Kabarettist die Grünen. Okay, also die Grünen, das kann ich offen sagen, stehen mir näher als die Union zum Beispiel. Aber ich bin natürlich auch kein unkritischer Fanboy. Ja, jedes Mal, wenn die Grünen irgendwo mit der CDU koalieren, nehmen sich 500 Sonnenblumen das Leben. Ja, die haben dann quasi eine Kernschmelze. Ne, und ansonsten, ja, Waffenlieferungen an die Saudis, Gasdeals und die Grünen immer so die sozialen Probleme der Ärmsten im Land auf dem Schirm haben. All das kann und muss man diskutieren. Aber dieser blinde Hass gerade, das ist so unproduktiv, weil da setzt sich dann so jemand drauf wie Friedrich fucking Merz, ja? Der Pate der Union, der in seinem Büro in so einem fetten Sessel hockt mit einer schwarzen Katze auf dem Arm und überlegt, wie man dem nächsten Pferdekopf ins Bett legen kann. Ja, was man im Sauerland halt so macht. Und haben Sie, wussten Sie das eigentlich? Ich wusste es nicht. Wenn man im Internet nach Selbstgefälligkeit googelt, kommt ein Foto von Friedrich Merz. Wussten Sie das? Ja, denn eins muss man ja bei aller Kritik, bei aller berechtigten Kritik, vielleicht auch an den Grünen, muss man ja eins sagen. Die löffeln gerade eine Suppe aus, die sie sich selbst nicht eingebrockt haben. Ja, 16 Jahre Union und dann einen auf den Dicken machen. Friedrich Merz ist ein bisschen wie einer, der in den Gulasch gekotzt hat und jetzt über den sauren Beigeschmack meckert. Ja, da, wenn Sie, ja, ist... Sind Friedrich Merz-Fans hier, so Merz-Ultras? Ich hatte irgendwie gerade so ein bisschen... Ja, und oft wird ja den Grünen momentan Ideologie wird ihnen vorgeworfen. Grad. Und darüber, auch darüber kann man diskutieren, aber man muss immer fragen bei sowas, wo ist es schon Ideologie und wo ist es noch Prinzipientreue? Wo ist es noch schmutzige Realpolitik und wo schon Charakterschwäche? Ja, das sind Fragen, die stellen die sich bei der FDP gar nicht. weil diese Ampelkoalition ist ja ein Charaktertest. Also für die Grünen, für die FDP nicht. Ja. Charaktertest für die FDP ist so ein bisschen wie Hodenkrebsvorsorge im Mädchenpensionat. Ja. Gut gemeint, aber sinnlos. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, der Habeck hat permanent den Lindner im Nacken. Und ich sage Ihnen, das ist nicht so angenehm wie ein Schalk. Ja. Ja. Und übrigens, wo wir über ihn noch gar nicht gesprochen haben heute. Olaf Scholz hat ja gesagt, wenn Sie sich erinnern, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Ich habe manchmal das Gefühl, die ist beim Nachbarn abgegeben worden. Und das frustriert die Leute. Das frustriert die Leute, wenn sie sich das angucken, dass die Ampel nicht an einem Strang zieht. Da schießt dann die SPD gegen die Grünen, die FDP gegen die SPD, die FDP gegen die Grünen. Und da reibt sich natürlich so ein Merz die Hände so. Und auf der anderen Seite die Politorgs von der AfD. Ja? Und das ist gerade das Problem. Politik ist ein bisschen so gerade, wie wenn es beim Kindergeburtstag Streit gibt und du stellst einen Messerblock in die Mitte. Da gibt es am Ende auch einen Sieger. Aber die Party ist scheiße.